Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von XCOM 2 beim Widerstand. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich bin immer noch mitten in der Mission. Wir wollen das Datenabfanggerät oder ja genau, so heißt's, beschützen und wir haben hier hinten noch einen deaktivierten Mesh, den wir noch ein bisschen auf die Oma hauen müssen. Zu Befehl! Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ist gut. Da habe ich ihn getroffen. Dann würde ich sagen, prügeln wir einfach mit dem Ranger. Ziel lokalisiert. Minus 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Okay. Ich frage mich halt nur, von wo jetzt halt auch noch andere Einheiten kommen sollen, aber ich nehme an, das werde ich bestimmt gleich feststellen. Du mal definitiv bis hier vorne hin. Gehst du erstmal hier? Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Dann kann ich mal am Scharfschützen nämlich schon einiges weiter vorrücken. Kann ich den nämlich hier an die volle Deckung stellen. Ob da jetzt was kommt oder nicht, keine Ahnung. Aber von irgendwo müssen sie ja kommen, die Lurche. Von da hinten. Okay. Was haben wir denn da? Ein Muton, und zwei Schlangen. Und es kommt Verstärkung. Okay. Wenn ich das jetzt so richtig erkenne. Da so ein bisschen Deckung. Komme ich mit meinem einen der Grenadiere bis nach da hinten, um da irgendwas zu verdreschen? Nee. Aber ich kann den mal zumindest hier hinstellen für den Feuerschutz. Schon mal. Okay. Du machst von da aus Feuerschutz. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo ich mit denen jetzt hier hin soll. Wenn ich da jetzt nach vorne gehe, habe ich glaube ich das Problem, dass die mir da ganz gewaltig auf den Sack gehen werden. Ich glaube, ich probiere den da einfach mal in den Hinterhalt zu stellen. Gebe Feuerschutz. Darfst du dich da nochmal ein Stück zurückziehen? Ich bin mal gespannt, was da gleich hier hinten jetzt noch kommt. Und du darfst dich hier hinstellen. Was ist da drüben? Und Feuerschutz geben. Oder den da hinten angreifen. Ja, gefällt mir. Getroffen. Schön. Oh, mal gucken, was da noch kommt. Meschen-Schildträger. Ja, als her damit. Ihr habt ja völlig den Nerven verloren. Advent-Einheiten gesichtet. Aha, der Mesh darf also. Ja,
ja, was da jetzt auch alles so genau passiert ist, Muss besser ziehen. Terminiert. Gut. Ich würde sagen, der Hinterhalt hat sich schon mal gelohnt. Meine Position wurde kompromittiert. So. Ich bin hier festgenagelt. Auf die Flanken achten. Das gefällt mir aber sehr gut. Zufrieden? Dass das Vieh so bescheuert war, mich anzugreifen. Ha! Wow! Gott sei Dank. So, gut. Darf sich hier erstmal mein Scharfschütze, glaube ich, austoben. Der hat schon wieder blitzschnelle Hände. Ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt was bringt gerade. Aber vielleicht trifft er und trifft ihn ja noch kritisch. Jetzt überlebt er auch noch mit einem. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. Laden wir mal nach und dann können wir ja immer noch mal mit der Pistole draufballern. Das ist gut. Schildträger ist weg. Gefällt mir. Jetzt weiß ich noch nicht so genau, wie ich das hier machen soll. Ich könnte, glaube ich, rein theoretisch der Rakete ganz komisch dahin ballern. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den anderen Vogel dann da mittreffe oder auch nicht. Oder. Ist natürlich alles gerade eine sehr gute Frage. Geht's mit dem einfach mal vor, guck mal, was da passiert. Ob ich vielleicht noch einen sehe. Sogar zwei. Ich sehe die Viper und den Muton. Bringt mir von da nicht allzu viel. Wen darfst du denn auf den Muton? Du darfst aber auch auf eine Granate werfen. Frage ist, lohnt sich das? Mindestens treffe ich ihn so. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ich treffe zumindest so den Motor. Treffe ich da meinen eigenen? Ich weiß es nicht. Probier es einfach aus. Gut. Kannst du auch probieren, das Muton zu töten? Das war mir jetzt irgendwie klar. Reservemunition. Der darf zumindest schon mal weiter nach vorne gehen. Und da habe ich jetzt, glaube ich, eine ganz coole Idee. Mein Ranger darf sich jetzt das Muton greifen. Dann ist er ja erstmal eine Runde unantastbar und dann kann die bescheuerte Viper da hinten machen, was sie will. Bitte sehr. Derzeit kann ich dann mit denen schon mal ein bisschen vorrücken hier. Position bestätigt. Das ist schon mal gut. Schade, dass ich nur gestreift habe. Nicht ins Schwarze. Auf die Seiten achten. Ja, bin fehlgeschlagen. Was ist jetzt endlich? Da kommt da noch was. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Das auch noch ohne Schaden zu fressen. Das ist super. Keine verletzten Soldaten. Dann kann ich jetzt gleich wieder umdrehen und da hinten den Kontakt suchen und direkt loslegen.
Das ist zumindest der Plan. Sorry, wenn ihr das gerade gehört habt. Was mir gerade einfällt, ich habe meine Soundoptionen umgestellt und ich hoffe, dass ihr vielleicht jetzt das Tastaturgeklacker und so jetzt nicht mehr so hört. Ich habe das ein bisschen ausprobiert. Es sollte definitiv besser sein. Ohne Verluste zurückkehren. Besser hätte so. Nicht laufen können. Was kriegt denn unsere Koslova? Die ist sowieso fürs Gefechtsprotokoll und so zuständig. Also entweder kann ich die generell zum Vorrücken benutzen. Oder wenn die halt einen erfolgreichen Feuerschutz hatte. 50% Chance, dass es noch einen gibt. Es ist halt echt eine super Sache eigentlich. Ne, ich nehme, glaube ich, mal das. So. Was haben wir da damit? Kettenschuss schießen mit einer um 15% verminderten Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Oder halt einfach mehr Granatenschaden. Ich finde beides eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich nehme einmal einen, der mir ja mit Granatenschaden macht. Und einmal mit Kettenschuss. Ich glaube, sollte ich so tun. Ich glaube, nehme erstmal die Granaten. So. Dann haben wir noch ein bisschen was gesammelt. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Wunderbar. Gute Arbeit. Jetzt habe ich natürlich kann ich zwar jetzt erstmal hier oben reinsetzen. Gibt's irgendwas, was ich jetzt noch so herstellen kann, ohne dass ich jetzt Kohle dafür brauche? Wir haben 4 Illyrium-Kerne. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal die experimentellen Waffen. Bin einfach mal gespannt, was da dabei rumkommt. Und jetzt holen wir uns den letzten Kontakt. Ja, ich weiß, dass ich das alles gebrauchen könnte. Aber ich kann es momentan nicht machen. Setze Kurs auf Sektor 4. Kann ich dann mal machen, wenn ich wieder ein bisschen Platz habe hier. So, neuer Kontakt, mehr Vorräte. Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, danke, danke. Aber ich will die jetzt direkt ärgern, weil ich muss es eh machen. Da kriegen die jetzt ordentlich auf die Fresse. Das ist unsere Chance, ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt zu verlangsamen. Und das ist quasi dasselbe Team wie eben. Weiß nicht, habe ich Vorräte gekriegt? Nein, hatte ich nicht. Also können wir auch direkt so starten. Und schauen einfach mal, was passiert. Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. So. Uns wurde die Position einer Alien-Einrichtung bestätigt, die in dieser Region Forschungen für das Avatar-Projekt durchführt. Es wird einen taktischen Angriff geben. Platzieren Sie die X4-Ladungen bei der angegebenen Position.
Wenn Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Entfernung und legen Sie das Ding in Schutt und Asche. Gut. Manus 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X-4-Ladungen. Unsere Position ist verborgen. Jo, Position ist verborgen, ist schon mal eine schöne Sache. Da hinten müsste ich runter, das heißt, wenn ich, glaube ich, hier hinten mit meinem Scharfschützen hingehe, steht er da schon mal ganz gut. Wo ist er denn überhaupt? Mit dem renne ich jetzt einfach mal vor. Einfach mal zu gucken, was hier passiert. Bin dabei. Wahrscheinlich mit meinem Glück decke ich wahrscheinlich gleich Gegner auf. Nee, doch nicht. Hochfaszinierend. Los geht's. Gut. Brechen wir einfach mal vor und schauen mal, was passiert. Und ich muss mal ganz kurz mein Headset ans Ladegerät hängen, weil das Gepiepe mir auf den Sack geht. Ah ja, ich alter Profi. Unglaublich. Immer diese Kleinigkeitsfehler da. Okay, dann haben wir unsere Grenadiere, die jetzt erstmal vorrücken dürfen. Sporter los. Und ich weiß, normalerweise geht man nicht mit Spurt voran, aber ich wusste nicht, wo ich mich gerade sonst hinstellen soll. Bin schon unterwegs. Lass mich erstmal da hinstellen. Achso, was weiß ich, Feuerschutz oder irgendwie sowas. So. Bestätigt. Feuerschutz. Schon unterwegs. Dahin machst du Feuerschutz und dann hätte man auch die erste Runde schon mal rum. Feuerschutz. Ah. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gleich eine coole Sache wäre, wenn ich die direkt ärgern könnte. Könnte ich, glaube ich, sogar auch. Wenn ich hier mit meinem einen Grenadier, wobei du könntest auch noch hier vorne dran laufen. Verstanden. Rück aus. Dann können wir den da hinten gleich mal direkt eine verbrutzeln. Und zwar nicht zu knapp, weil die Granaten nämlich ganz schön wehtun. Genau! Sie haben uns entdeckt. Ja. Macht mir jetzt gerade noch nichts. Das ist gut. Der eine Trottel kommt auch noch hoch. Dann darf sich mein Scharfschütze vielleicht mal direkt an dem austoben und es vielleicht erstmal mit blitzschneller Hände probieren. Auch nur bei 37%, ist egal. Genau, Chance war da, Chance genutzt. Bitte sehr. Das war zwar doch der einzige, den er treffen konnte, aber das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Dann sind die jetzt. Unterwegs. Relativ schutzlos da unten gerade. Das war mir ja jetzt klar, dass ich auf so ein Ding treffen muss. Auf so ein wunderschönes Türmchen. Trotz alledessen geht erstmal der Offizier da unten weg. Habe ich erwischt. So. Dann darfst du hier an die halbe Deckung. Ich weiß nicht, kommt der Turm so weit? Das ist die große Frage. Ich gehe einfach mal an die halbe Deckung. Ich gehe. Guck mal, ob ich an den Turm drankomme. So nicht. Darf ich bis dahin Granaten werfen? Nein, darf ich auch nicht. Dann kannst du hier auch an die volle Deckung laufen. Was ist da drüben?
Okay. Weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt will ich erstmal wissen. Ja, hier. Du darfst an die volle Deckung. Und darf jetzt warum nicht mehr das Gefechtsprotokoll benutzen? Weil du den wahrscheinlich nicht mehr siehst. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt jetzt ganz einfach für mich, dass ich... ja, unserer Rangerin einfach mal das Hilfsprotokoll gebe. Damit die da vorne jetzt vielleicht nicht unbedingt groß auf die Fresse kriegt. Wobei ich mir das, glaube ich, hätte auch sparen können. Weil die eh unantastbar ist. Gut. Diese Rüstung ist stark. Mit dir will ich eigentlich gar nicht so weit gehen. Du bleibst jetzt einfach mal hier hinten und freust dich der Deckung. In Position. Wenn der natürlich zuerst nochmal einen Ranger schießt, hilft mir das mit dem Unantastbar natürlich auch nichts. Stehe unter Beschuss! Mhm. Juhu! Werde beschossen! Man kann ja auch mal ein bisschen Schwein haben hier. Ja, dann hauen wir den Soldaten da unten mal weg. Ich müsste rein theoretisch mit meinem Scharfschützen den Turm oben wegkriegen. Nicht schlecht. Gut, rein theoretisch. Wenn er denn trifft. Aber warum denn eigentlich auch nicht? Ah, getroffen hat er zwar, aber nicht so, wie ich das wollte. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Glaube ich, finde ich jetzt aber auch noch nicht so ganz dramatisch. Ich kann ja hier an die volle Deckung vorrücken und du solltest jetzt den Turm eigentlich sehen. Kann man den auch nochmal angreifen. Wunderschön. Ah, dann wäre das Türmchen dahin. Ich habe ihn erwischt, oder? So, und jetzt, kann ich hier jetzt noch schön vorrücken. Bin dabei. Oh, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Schön. Eine Viper, zwei Sektoiden. Yo. Mein Problem ist jetzt gerade, dass ich jetzt einfach nur nicht weiß, wo hier der ganze Rest steht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du mit der Wachsamkeit. Dann darfst du jetzt bis nach hier vorne laufen. Macht das Sinn? Macht das tatsächlich Sinn, was ich vorhabe? Ich glaube, du läufst einfach mal bis hierhin. Bin jetzt einfach mal ein bisschen irre. Okay. Es könnte aber trotz dessen ganz gut für mich enden. Ich das so mache. Oder ich mache das so. Könnte das, glaube ich, sehr gut für mich enden. Aber wenn die nämlich nächstes Mal dran sind, explodiert das Auto. Sehr schön. Zu Befehl. So. Das ist jetzt mein letzter. Aber Leute, ich bin schon wieder ganz schön drüber. Und da ich nicht immer so viel überziehen will, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.